Ja, liebe Gäste hier in Turtmann, ich habe hier ein ganz dickes Buch, das ist das Gästebuch in einer anderen Welt und ich hoffe, es wird voll und wenn es nicht voll wird, wird es hier im Hotel Post bleiben, bis es hoffentlich dann mal voll wird. Das Hotel Post wird nämlich, ihr habt es vielleicht gesehen, da drin 2017 wieder eröffnet werden, sofern die Investoren anbeißen und dann könnt ihr auch hier übernachten gehen wieder. Ich bin nämlich nach Turtmann gekommen und habe gedacht, hier könnte man übernachten, man könnte ja das Hotel reaktivieren und mit Kunst ergänzen und dann hätte man ein Kunsthotel. Und ich bin dann beinahe aus den Socken gefallen, als mir Heinz Otscher, einer der Aktionäre und der Präsident von Turtmanntal Tourismus, das Hotel geöffnet hat und es war einfach nur eine Ruine. Jetzt ist immerhin der Staub fast aller weg und die Hotellage hat in wirklich Fronarbeit sogar alles ausgeräumt, was noch irgendwie nicht niegt und nagelfest darum lag. Ja, und so hat sich's entwickelt. Ich habe dann gedacht, das ist die Basis für diese Kunstausstellung. Hier muss man durchgehen, hier kauft man das Ticket. Man muss sich halt auch ein Fahrrad mieten können, sonst kann man den Flugplatz nicht erfahren. Also Fahrradvermietung war dann für mich auch klar, dass es das braucht. Und das Fantastische hier in Turtmann, alle, die ich gefragt habe, ob sie mitmachen, ob sie ein Gebäude zur Verfügung stellen oder so, die haben alle mitgemacht, sofern es natürlich statisch möglich war. Also wenn nicht gerade das Haus oder die Fassade einsturzgefährdet war. Ja, so ist dieses Projekt entstanden und ich danke allen Künstlerinnen und Künstlern, die hier in Turtmann mitgemacht haben, die sich auf dieses Experiment eingelassen haben. Vorgesehen waren 5 bis 6, es sind 36 geworden. Zusätzlich noch die Visarte hat einen Raum hier im alten Zeughaus und die EGGAF hat einen ganzen Coiffeursalon. Die Studenten haben den zum Ausstellungsraum gemacht. Also es ist viel Kunst los hier in Turtmann. Und ein Werk ist ganz besonders, das ist weit draußen auf dem Flugplatz, es ist nicht ganz fertig, es ist eine Art Tankstelle und in dieser Tankstelle wird das Westschweizer Fernsehen ab Mitte Juni eine Fernsehserie drehen, 7 Folgen an 39 Minuten und zwar alles in der Ästhetik von Jan Gross. Jan Gross seht ihr hier oben im 2. Stock, diese Bilder, die aussehen wie Wilder Westen und USA. Alle Fotos wurden hier im Wallis aufgenommen. Freut euch auch auf dieses Serienerlebnis, das dann im nächsten Jahr stattfinden wird. Ich wohne mittlerweile auch ein bisschen in Turtmann. Ich habe hier ein Haus gemietet. 3 Wohnungen, also 2 Wohnungen und 1 Studio. Eine Wohnung gebe ich zurück und das Studio und die eine Wohnung werde ich noch behalten. Auf längere Zeit, so denke ich. Das Projekt hier ist nicht fertig, also nicht vollendet mit dem heutigen Tag. Als nächstes kommt dann ein bisschen weiter im Dorf oben, habe ich so ein Schild entdeckt, dort stand, da kommt eine Kunstgalerie hin und im Dachgeschoss kommt eine Schriftstellerwohnung hin. Aber das Schild, das war ziemlich verblichen und es war von 2010. Und ich habe dann den älteren Mann besucht und ihm ist die Energie ausgegangen und das Geld ausgegangen. Und wenn das hier gut anläuft, wird dann der nächste Akt sein, das Geld aufzutreiben, damit man während der Ausstellung noch seinen Traum eigentlich verwirklichen kann. Wie Schumachers Traum aussehen kann, könnt ihr, heute ist es fast schon ein bisschen zu spät, aber ab morgen auch anschauen. Ihr könnt in ganz viele Häuser gehen, es ist alles sehr intim und meine große Hoffnung ist, dass hier in Turtmann dann nicht zu viel geklaut wird, dass wirklich der Respekt gewahrt wird und nichts angefasst wird. Und ich bin stolz auf die Leute, die sich eben auf dieses Experiment eingelassen haben, ihre Elternhäuser, ihre verlassenen Elternhäuser zum Beispiel zur Verfügung gestellt haben für dieses Projekt. Es sind, glaube ich, 11 Außenstationen außerhalb des Hotels. Und noch 6 Arbeiten auf dem Flugfeld. Also in einer Stunde seid ihr nicht durch, aber ihr könnt gerne noch mal einen Tag nach Turtmann kommen oder noch mehr. Ab Sommer könnt ihr nämlich sogar in einem Kunstwerk oder in 2 Kunstwerken übernachten. Und jetzt noch etwas, bevor das dann die Kirchenglocken überhand nehmen und die Motorräder.
Alle Turtmännerinnen und Unteremser sollen doch bitte nachher kurz zu mir kommen, weil es gibt eben auch eine Arbeit für euch, ganz speziell für euch. Und Hans-Rudi Fricker, der hier vorne sitzt, wird sie euch dann erklären. So, jetzt bleibt mir nur noch Dankeschön zu sagen. Und es ganz viel Raclette heute Abend. Hier ist nämlich Jeremy Kretol. Er ist der weltbeste Raclette-Streicher, sagt man. Und er wird dann alle vier Öfen alleine betreiben. Normalerweise sind es, glaube ich, über 10, die er auf einmal betreibt. Ein Abstrich kostet ein 5 Liber, also esst viel und trinkt viel. Und ab 9 wird selbstverständlich hier dann wieder Fußball übertragen. Auch ein Turtmänner-Phänomen. Die Vereine von hier haben gefragt, ob sie nicht die Infrastruktur nutzen können, um eben am Abend noch WM-Studio zu machen. Also ihr seht, das Projekt ist eigentlich ziemlich gut angekommen oder aufgegleist hier in Turtmann. Und jetzt sage ich nur noch, schreibt alle eure Namen auch hier ins Buch. Dieses Buch muss voll werden und einen schönen Abend miteinander. Heute wird die WM-Bar übrigens vom Kirchenchor betrieben.